Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Und wir starten heute mit einer neuen Waffe ins Game. Wir gönnen uns heute einen richtig dicken, fetten Ballermann und gehen auf Elche. Also legen wir los hier. Wir schnappen uns einen neuen Ballermann, den ich schon lange nicht mehr gekauft habe und lange nicht verwendet habe. Aber es war vor vielen Jahren für mich eine der wichtigsten und mächtigsten Waffen im Game. Und zwar, da ist er, Rangemaster 338. Mächtiger Rückstoß, lange Ladezeiten, recht präzise, nicht so richtig, aber das passt schon ganz gut. Trotzdem einfach ein irrer Ballermann, gekauft für 60.000. Jetzt nur noch ausrüsten, dann schnappen wir uns das Visier noch dazu und die passende Munition 338. Und dann geht es los. Das haben wir auch, das haben wir auch. Ich habe noch sämtliche Lockmittel dabei für Roosevelt, Wapiti und Co. Und für die kleineren Tiere nehme ich einfach mal das 308 wieder mit. Weiter darunter gehen wir einfach nicht. Die 308, hier ist sie, Stalker, hatte ich auch schon lange nicht mehr dabei. Ich war jetzt zuletzt viel mit Pistole und danach eine ganze Zeit lang jetzt mit dem Bogen unterwegs. Und es wird einfach mal wieder Zeit, schön geschmeidig zu ballern. Ich habe einfach schon lange nicht mehr geballert und mal wieder richtig Bock darauf. Also, ausgerüstet sind wir. Wir suchen uns eine Himmelsrichtung bzw. eine Location, von der wir starten. Ja, wir waren ja schon ein wenig unterwegs hier auf der Map. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier in diesem Außenposten und begeben uns dann so ein bisschen in Richtung Norden. Macht der Wind mit? Ja, der Wind macht mit. Also gehen wir von hier aus schön das Gewässer entlang weiter nach Norden und gucken mal, ob wir da ein paar Elche kriegen. Vielleicht sogar noch ein paar Roosevelt Wapitis. Sowohl Roosevelt Wapiti als auch der Elch sind beide auf der Stufe 8. Bedeutet also für uns, wir bleiben schön konstant auf dem Rangemaster mit der Spanne 7 bis 9 und müssen da gar nicht erst die Waffe wechseln. Also legen wir los. Ich rüste nochmal eben hier alles aus. Gehen wir mal kurz hier ins Inventar. Waffe. Rangemaster machen wir hier auf den größeren Slot, auf die 2. Die ist für etwas Kleineres, falls mal irgendwelche kleineren, naja gut, für Kojote wird es nicht reichen, aber Weißwedel und Schwarzwedel, die sind ja beide auf der Stufe 4, das sollte noch, wird ja dann noch funktionieren hier, genau, 4 bis 8 auch, passt wunderbar, hier haben wir Rangemaster und dann nehmen wir das Visier auch noch mit drauf. Ich werde mir als nächstes dann mal das ganz große Visier holen für richtig lange Schüsse. Was ich bei der Rangemaster ja wirklich liebe, ist es, dass ich nur einen Schuss habe. Und das ist so ein Ding, das kam mir in den letzten Updates und in der letzten Zeit in dem Game immer ein bisschen zu kurz. Dieses ganz entspannte, nur einen Schuss, ganz simpel. Du musst die Chance nutzen, du musst dir die Zeit lassen, um zu zielen. Das fehlte mir so ein wenig. Ja, und das muss halt jetzt mal wieder rein. Wird einfach Zeit, dass man da mehr so ein bisschen, sich so ein bisschen mehr konzentriert dann beim Schießen. Denn auch gerade hier mit dem letzten Update, hier mit den Zarzer Ballermännern. Naja, ne, das ist halt für den Spaß nebenbei kann man das mal machen. Aber so gezielt ein Schuss hat doch schon was für sich. So, wir haben den Roosevelt Wapiti locker. Wir haben die Elchtröte. Wir brauchen dann noch was für den Bären. Und dann nehmen wir hier noch für die Weißwedel und Schwarzwedel mit. Den Rest brauchen wir nicht, Stockente und so, die nehmen wir heute nicht mit. Dann noch Geruchsneutralisierer und Erste-Hilfe-Pack dazu und wir sind startklar. So, Deo drauf und wir marschieren los, perfekt. Ha, ich freue mich, zack, zack. Da haben wir die erste Sarsa, sehr schön. Passt doch sehr gut. Und hier das erste Mal die Rangemaster. Ah, es ist schon ein brachiales Gerät. Es ist schon wirklich ein brachiales Gerät mit dem Lauf vorne. Richtig schön massiv.
zack, Visier drauf und dann gib ihm. Ja, und wie gesagt, es ist halt nur ein Schuss drinnen, ne? Mit diesem einen Schuss muss es passen. Die Richtung passt auch so lang, ja, im Großen und Ganzen. Und solange der Wind eben jetzt so steht, versuchen wir auch ein bisschen Strecke zu machen. Ich mache mich mal auf die Socken, dass wir, wie gesagt, hier oben in diesen Bereich hier reinkommen. Oha! Oha! Weißwedel ist das Erste, was wir hier hören. Das ist natürlich nicht das Ziel, was wir haben. Deswegen versuchen wir auch gar nicht erst großartig sie anzulocken und hier rumzuballern. Wir wollen ja die großen Tiere heute haben. Heißt also Elch und Roosevelt Wapiti und guck's dir an. Da haben wir doch. Ui. Na, geh mal weg. Wie er mich anschnaubt, Alden. Nee, heute nicht. Trabend. Na, guck mal. Da verscheuchen dir die Weißwedel mir meine Elche, oder was? Aber das wäre doch genau so ein Ding hier. Schön auf Long Range. Einen Elch. Aber halt einen großen, ne? Das wäre halt richtig gut. Guck mal da hinten. Da ist er. Das Weibchen immer noch. Und deswegen ist eben auch diese Area hier so gut. Mit diesem Fluss in der Mitte. Wir können halt richtig schön weit gucken. Wir können weiter gucken, als uns die Tiere angezeigt werden. Warnruf, okay. Stufe 2. Ich sag mal, wenn wir hier einen sehr schönen Weißwedel oder Schwarzwedel sehen, in der guten Kategorie und Größe, nehme ich die natürlich auch gerne mit. Aber wenn das nicht der Fall ist, auf die normalen schieße ich jetzt hier nicht. Ach, guck mal. Das ist ja auch ein netter Bug. Guck mal hier. Stockenten im Dauerlandeanflug. 1, 2, 3. Ja, nett. Kann man mal machen. Und neben den ganzen Hasenspuren hier. Einmal eine Spur Roosevelt Wapiti. Wir gucken mal, wie alt die Spur ist. Roosevelt Wapiti, Losung alt. Nur alt. Nicht sehr alt. Das bedeutet, alter Hasen, ihr seid völlig drauf. Ihr seid völlig drauf, dass ich euch nicht mit der Hand fange, ne? Was eine wilde Hasen-Area hier. Und mittendrin liegt eine kleine Elchkuh. Aber auch die ist natürlich jetzt gerade nicht so richtig interessant, ne? Wenn wir jetzt hier in der Nähe Roosevelt Wapitis haben, ey. Ja, das ist jetzt die große Frage. Theoretisch müssten wir erstmal ein bisschen die Area scannen. Und Roosevelt Wapiti Weibchen antwortet. Ist das nicht schön? Nachteil, es steht komplett im Wind. Es steht einfach komplett im Wind.
Und wenn er nicht noch zufällig einen Roosevelt War Pity Alden, wenn da nicht noch zufällig ein Männchen bei ist, können wir es auch mit dem Elch hier vorne belassen. Da ist es. Ach. Ah. Ich muss mich hinlegen. Ich bin hier auf freier Bahn. Ey, hier vorne ist so eine Nische. Und da sind die Weibchen. Ach je. Stufe 8. Ja, das ist der Klassiker tatsächlich auch für Roosevelt War Pitties. Die Weibchen ziehen in großen Herden rum. Und die Männchen in kleineren. In kleineren Gruppen. Und da ist jetzt wahrscheinlich kein Männchen bei. Kommen wir auf 38 Meter, ey. Wir setzen mal den ersten Schuss. Ihr seht, wie langsam das Gewehr ist. Auf 75 Meter den Baum abwarten. Tja. Aber, und da bin ich jetzt tatsächlich mächtig überrascht, wurde der Geruchsneutralisierer mit der Einführung dieses Zeichens auch noch gepimpt, verbessert? Die sind ja quasi in meinen Mief reingelaufen. Auf 30 Meter. Das ist ja wild. Die Elchkuh ist höchstwahrscheinlich weg. 20 Meter hinter uns. Das ist ja wirklich wild, oder? Abgefahren. Ja. Die erste hier. Zack. Erwischt und mitgenommen. Jetzt darf man sich natürlich auch hier nicht täuschen lassen. Roosevelt War Pity, eben auch das Weibchen, ist ja Stufe 8. Das heißt, hier auf diese kurze Distanz, nichtsdestotrotz, ist es ja ein großes Tier sozusagen. Und wir durchschlagen das ja nicht endlos. Das heißt, auch hier getroffen, rein. Mit der Durchschlagskraft auch ganz gut klargekommen. Aber nicht irgendwie, auch wenn es halt nur eine Wapiti-Kuh ist, komplett durchschlagen. Sondern normal getroffen und normal in die Lunge rein. Ich heb mal die anderen mit auf. Ja, hier vorne ist noch eine von den Wapiti-Kühen. Die ist ziemlich weit gekommen sogar. Bestimmt ziemlich schlecht getroffen. Und hier piepst es schon wieder. Close. Also die sind auch, ich weiß nicht, auch das ist, die sind ja so dumm. Die kommen ja so nah dran. Was ist denn mit denen, ey? Ne, nichts zu sehen. Aber irgendwo hier vorne hinter dem Gebüsch. Da. Komm mal hier. Kannst du dir nicht ausdenken. Next. Ach du je.
Dann machen wir aber noch einen hinterher. Der hat nicht getroffen. Okay. Aber das ist natürlich ein Ding, ne? Ah, deswegen. Deswegen konnte sie so weit rennen. So schlecht getroffen. Genau, das war jetzt gerade vernünftig getroffen. Schön von der Seite, direkt in die Lunge rein. Ich hatte gerade eben ein wenig für einen kurzen Moment den Eindruck, Nanu, Rangemaster, hast du ein wenig Power verloren? Gibt es mittlerweile einfach deutlich mächtigere Ballermänner? Ich weiß es nicht. Fühlt sich gerade noch nicht so mächtig an, wie es damals war. Ihr Roosevelt war Pitties. Ihr macht's mir aber auch nicht leicht, ne? Und hier liegen sie. Und da kommen die nächsten schon wieder an. Sag mal, ihr seid einfach zu wild, oder? Ihr seid einfach zu wild, ihr Roosevelts. Ihr seid wirklich zu wild. Und das mit einem langsamen Ballermann. Und hier liegt noch das zweite. Muskel und Magen, okay. Und das war der... Das Roosevelt war Pity von gerade, von schräg angeschossen, das müsste es sein. Ja, das war das schräg angeschossene, schräg hinterher. Das war ein bisschen zu spitz. Liegt es eigentlich vielleicht an der Aufpilzung? Könnte es sein, dass es an der Aufpilzung... Aufpilzung 16. Beziehungsweise Aufpilzung... Doch, da ist es. Aufpilzung 16. Jetzt habe ich natürlich gerade keinen Vergleich. Das müsste ich nochmal nachschauen. Aber Aufpilzung 16. Ich glaube, da geht mehr. Eine Spur der Verwüstung. Tja, so eine Roosevelt Wapiti Weibchenherde. Wahnsinn. Kann natürlich schon richtig gut was bringen. Gerade wenn man sich frisch einen Ballermann gekauft hat, ist das natürlich wirklich dankbar. Ich mache mich nichtsdestotrotz mal wieder Richtung Wasser auf, denn ich will ja noch ein paar Elche haben. Bedeutet gleichzeitig, wir lassen die Roosevelt Wapitis, die Weibchen, jetzt mal in Ruhe. Wenn da noch ein paar Männchen kommen, gucken wir uns das natürlich noch mal ein bisschen genauer an. Und ich glaube, so einen Bären würde ich zur Not auch noch mitnehmen. Was haben wir denn hier für eine Area? Das sieht auch wieder ganz gut aus hier. Beim nächsten Mal. Schockschwere Not. Elchkuh voraus. Hab ich mich verjagt, Alter. Ei, 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 ei. Ah, da marschierst du hier schön träumend durch die Landschaft. Es rauscht der Wald. Und es erschreckt einen der Elch. Na gut, auch hierfür brauchen wir keine Rangemaster. Nicht wirklich. Moment. Auch ein Weibchen. Da ist ja nicht viel mit Range. Und da hinten rennt jemand weg. Rumgetrötet hier. Elch! Nach langer Zeit mal wieder, ja, Lungen, das saftige Herz getroffen und die erste Elchkuh erledigt. Heute ist Damentag. Auch nicht schlecht. Schon wieder so close, Alter. Ich dachte, ich könnte heute mal schön mit der Rangemaster auf Range gehen.
Aber da ist ja gar nicht viel. Wieder Elchweibchen. Wieder Close. Was allerdings auch der Oberhammer ist, ihr seht es hier hinten schon wieder. Alter, hier sind Hasen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Massen an Hasen. Massen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Also ich werde... Sollen wir direkt das nächste Video machen? Das nächste Video... Ich laufe exakt die gleiche Strecke nochmal ab. Zack. Elchalden. Ich laufe exakt die gleiche Strecke nochmal ab. Lass die Rangemaster drin. Für eventuell mal einen Elch. Und werde einen schönen kleinen Ballermann mitnehmen. Um hier komplett bei den Hasen, aber vielleicht auch bei den Gänsen, bei den Enten zu eskalieren. Also das ist ja, hier ist ja anders wild. Und das ist schon das dritte Mal hier so ein Spot. Das ist ja abgefahren. Da ist er. Da ist er. Immerhin Stufe 4. Endlich mal ein männlicher Elch. Auf. Was haben wir denn hier? 400 Meter? Nee, das ist doch zu weit, 400 Meter. Der ist doch keine 400. Aber auf 300 und noch was hängt er da schön knapp. Ja, jetzt natürlich die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Rangemaster ja dafür prädestiniert ist, einen gezielten Schuss abzugeben. Ist das jetzt hier in der Situation bestimmt kein gezielter Schuss? Können wir den ein bisschen callen? Ich glaube nicht auf die Range. Ich glaube ja nicht auf die Range. Einerseits hätte ich gerne die Range. Andererseits möchte ich ja auch nicht. Wir können das einfach so machen. So, wir haben jetzt hier den besseren Winkel. Wir sind auf 350. Das sieht doch gut aus. Und wir schießen ihm schön in die Lunge von hier aus. Das ist gut. Das kriegen wir hin. Also, die Rangemaster mit einem Schuss. Genullt auf 300. Guck mal, hier haben wir sogar noch ein paar noch ein paar Enten entdeckt. Und dann können wir jetzt von hier aus schön dem Elch ein reinzwiebeln. Getroffen hat er. Er hat auch recht schnell von 75 auf 50 reduziert. Ich würde sagen, jetzt ist er auf 25. Er liegt sogar schon. Er liegt sogar schon. Sehr schön. Da drüben war der Anschuss. Da gehen wir jetzt hin. Da ist doch noch einer. Ich habe hier gerade eine Spur gehabt. Von da. Komm mal hier. E-Spam und hin und her scrollen. Ich hatte gerade eine Spur. Warte mal, der ist so nah dran, den können wir callen. Hier ist gerade eine Spur. Männlich. Und da ist er. Stufe 3 immerhin. Guck mal da, auf 110 Meter, das ist doch nett. Das ist doch nett. Ja, das Gewicht war jetzt nicht so riesig. Aber das ist doch schön, dass wir hier dann doch noch die Möglichkeit haben, ein paar stattliche Elche zu Gesicht zu bekommen.
Und der hat sich gar nicht abschrecken lassen oder aufschrecken lassen von dem Schuss gerade eben. Hier ist er, guckt sich ein wenig um und chillt immer noch. Aha! Da brunftet doch mal einer zurück. Oha, ich glaube, er steht. Ja. Er steht bestimmt. Das Gute ist, ich bin schön unsichtbar. Gut getarnt hier. Und da ist er. Moinsen, Alten. Auf 60 Meter. Sehr angenehm. 75 Meter genullt. Und schön aufs Herz gezielt. Und da liegt die große Schaufel doch. Sehr gut, ey. Und das mit nur Stufe 3. Der andere ist noch eine Nummer größer. Nicht schlecht. Silberwertung. Silberwertung. Elch. Nicht der erste Elch. Aber gut getroffen. Herz weiter durch bis zur Lunge. Perfekt, so soll das sein. Und damit liegt er quasi instant, der Elch. Schönes Ding. 57 Meter, ja, ist jetzt für die Rangemaster so gerade eben zu meistern. So, jetzt aber zu dem anderen da hinten. 170 Meter, linksrum, rechtsrum. Rechtsrum, sonst müssen wir gegen den Wind rennen. Und da liegt er ja, der Schlingel. Das hat aber ein bisschen gedauert, ey, bis ich ihn gefunden habe. Krass. Ja. Mächtiges Geweih. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gucken wir mal rein. Goldwertung. Elch, Alten. Nice. So soll das sein. Richtig schöner Brocken. Mächtiges Geweih. Geil, Alter. Sehr, sehr cool. Na, das ist doch schick, Alter. Richtig krasses Geweih. Schick. Von den Enden könnte natürlich noch ein bisschen größer werden, aber für die Goldwertung hat es gereicht. Genau. Ab 194 ist er Gold. Wie habe ich ihn getroffen? Ja, eigentlich wie geplant, ne? In die Lunge. Man sieht das ja immer nur mit den Umrissen von auf Entfernung. Aber das war doch ganz vernünftig. Auf 328 Meter gelegt. Schön. Freut mich. Mitgenommen. Passt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video nochmal hier auf der Map mit der Rangemaster. Allerdings schnappen wir uns dann auch ein Munitionskaliber 22 oder eine Flinte. Und dann geht es auch auf Hasen, auf Kojoten und auf die Enten. Das war einfach zu wild heute mit den ganzen Enten. Bis zum nächsten Mal, Weidmannsheil.